So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und heute ist Heiligabend, der 24. Dezember. Deshalb erstmal fröhliche Weihnachten an alle Leute, die das schauen. Und auch heute natürlich gibt es wieder eine Folge Pokémon Go. Und eigentlich wollte ich heute wieder was ganz anderes machen, ganz spontan heute früh. Ist aber ein Doppelraid aufgegangen. Zwei Heatran oder Heatran oder wie auch immer. Wie sprecht ihr das aus? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, kann ich eh nicht lesen. Und da ist zufällig natürlich Schneewetter. Also es hat geschneit im Spiel auf jeden Fall. Habe ich gedacht, du machst ja immer Duo-Raids bei Heatran oder Heatran und du hast es ja jetzt schon gelegt mit zwei Accounts und hast ja die Herausforderung genommen, hast das mitgenommen und jetzt war natürlich das ganz Besondere bei Schnee, ist das Heatran natürlich Wetter geboostet, also auf Level 25, weil es ja vom Typ Stahl ist, Stahl und Feuer und Stahl ist dann geboostet, wenn es schneit. Deshalb habe ich mir gedacht, screene ich das mal kurz ab und probiere dann natürlich auch nochmal einen Duo-Raid, den ich dann einblende hier und dabei jetzt rede, weil ich die Kamera nicht dabei hatte. Das ging alles ziemlich schnell und ja, das Weihnachts-Pikachu habt ihr hoffentlich auch gesehen, passend zu Weihnachten. Und genau, viele Leute können natürlich behaupten, ja, Heatran, das ist ja einfach, das ist ja leicht, das ist ja gar keine Herausforderung, du hast es damit zwei Accounts gemacht, die haben sogar, dein Sumpex war noch nicht mal auf Max, ne, das war zwar ein 100%iges, aber bei deinem Kollegen hat man gesehen, der hat sein 100%iges Max gepusht, du nicht, habe ich mittlerweile aber nachgeholt, ich habe dann noch 5 oder 6 Pushs, konnte ich noch durchführen. Und habe Rizaros mit dabei gehabt, die jetzt nicht so gut waren. Einfach nur mal entwickelt irgendwann, habe ich nicht hochgezogen, großartig. Und da geht natürlich noch einiges mehr, aber so im Duo hatten wir ungefähr immer an die 60 Sekunden Restzeit, 66 bis 60, hat immer variiert. Wo man sagen muss, es war natürlich ein normales Heatran auf Level 20, was also natürlich deutlich stärker ist, wenn es dann auf Level 25 kommt und Wetter geboostet ist im Raid. Und wie oft ich und sage, sonst sage ich immer natürlich und jetzt sage ich und natürlich, da kann man auch wieder ein Trinkspiel draus machen. Ist es natürlich auch die Sache, dass es bei unseren Raids bisher immer Steinkante hatte, beziehungsweise auch bei dem Duo-Raid, den ich gemacht habe, hatte es Steinkante und ich finde immer noch, wenn Heatran Steinkante hat, dann ist es am einfachsten zu besiegen, denn es dauert einfach 100 Jahre, bis es Steinkante einsetzen kann und wenn ihr wirklich mit Gesteinsangreifern angreift und es macht Steinkante, dann zieht das euch nicht wirklich was ab. Es ist zwar ein ganzer Move, der reinknallt, aber gegen Groudon, gegen Rihonyor ist das jetzt nicht so effektiv gewesen, deswegen war das auch kein Problem. Immer wenn es Eisenschädel hatte und hat Eisenschädel genommen und angegriffen, habe ich gemerkt, da sind die Dinger umgefallen wie sonst was, denn das konnte es einfach viel öfter einsetzen. Ist ja natürlich klar, das kann es viel öfter einsetzen, das haut dann auch viel mehr rein, das ist ein ganz anderer Typ und gerade wenn es Wetter geboostet ist, ist das nochmal eine Herausforderung. Denn normalerweise, wenn es Steinkante hat, hat es gereicht mit 5 Pokémon und 5 Pokémon, also pro Team anzutreten, das in die Knie zu zwingen. Wenn es Eisenschädel hatte, war es eine andere Sache. Da sind alle 6 gestorben, da sind auch alle 6 gestorben. Man musste nochmal mit einem anderen Team rein. Und deswegen habe ich gedacht, probierst du das trotzdem einfach mal aus. Wettergeboosteter Raid auf Level 25 und nicht nur das, es hatte auch Eisenschädel natürlich. Deswegen war es diesmal also ein Hardcore-Duo-Raid mit den besten Voraussetzungen, dass es auch ja knifflig und schwer wird. Habe ich dann also probiert, man hat auch gesehen, die Dinger sind einfach umgefallen, die kamen meistens gar nicht dazu, selber ihre Attacken großartig zu machen, weil der zweimal hintereinander immer Eisenschädel gemacht hat. Der ist wahrscheinlich schlau und spart sich das auf. Dann ist das alles umgeknallt, umgeflogen, die Sumpex waren alle tot, die Geowatts waren tot, die Rihonyos und Groudons, alles war tot. Dann bin ich einfach ohne zu überlegen, habe mir ja nichts vorbereitet, bin halt einfach mit dem vorgeschlagenen nächsten Team nochmal rein. Da waren dann natürlich Gyarados, Wasser gegen Stein, oder auch Kyogre, Wasser gegen Stein, war dann dabei, war natürlich auch effektiv.
sehr effektiv. Viele habe ich auch gehört, die nehmen auch Maromai. Wenn ihr eine Maromai-Armee habt, könnt ihr die natürlich auch nehmen gegen Heatran. Und es war natürlich am Ende ziemlich knapp. Sonst waren also 60 Sekunden ungefähr übrig und da ist es unter die 10 Sekunden gegangen. Aber ich habe es noch geschafft, war dann also auch kein Problem. Obwohl ich kurze Zeit dachte, okay, das wird nichts. Vor allem als die Guten alle weg waren und man dann mit dem Wasserzeugs angegriffen hat, dachte ich, das geht sich nicht ganz aus. Aber es hat geklappt, unter 10 Sekunden zwar, aber besiegt mit dem besten Move, den es erwischen kann gegen euch, und mit Wetterboost, was die Sache noch schwerer macht, hat man dann auch gesehen, im Fangbildschirm natürlich. Es hat weiterhin geschneit, die haben dann auch über 26, also über 2600 WP gehabt. War glaube ich ein 82 oder so, was ich da gefangen habe. Und dann bin ich aufgebrochen, gleich zum nächsten Heatran-Raid, nur 10 Meter entfernt, hatte Glücksei an und alles. Hab gedacht, okay, nimmst du den auch gleich noch mit, ist ein schöner Start in den Tag, weil heute Nachmittag wird nicht mehr viel gehen, jetzt ist eh noch keiner da, kannst du also diesen Doppelraid nutzen. Als ich dann angekommen bin beim Stadtwappen, hat leider das Wetter gewechselt, weil das in einer ganz anderen Zelle wieder liegt. Ihr wisst ja, das Wetter wechselt jede Stunde, aber wenn ihr bestimmte Grenzen überschreitet und in eine andere Zelle lauft, ist da auch ein anderes Wetter vorherrschend, was dann aber auch zur Stunde wieder wechselt. Also war es zwar noch zwischen dieser Stunde, hat aber trotzdem gewechselt, weil ich in die nächste Zelle gelaufen bin. Da war es dann leider kein wettergeboostetes mehr, war wieder normal, da war es bewölkt, da war Kampf geboostet. Und dann hat man wieder gesehen, da ging es natürlich leichter, da ist man mit einem Team durchgekommen. Die spielen schon Musik draußen und jetzt laufen die ganzen Leute da vorbei. Da war es natürlich leichter, da habt ihr das mit einem Team wieder geschafft. Da waren auch wieder so 60 Sekunden Restzeit, da hat es auch wieder Steinkante gehabt, also alles wie gewohnt. Aber jetzt weiß man, man ist für jede Situation gewappnet, also wenn wirklich nicht genügend Spieler da sind oder keiner mehr mit euch Raids machen will, weil ihr ich seid, dann könnt ihr das also auch zu zweit machen, mit zwei Accounts, könnt also ein normales mitnehmen, könnt auch ein wettergeboostetes mitnehmen. Wenn ihr die passenden Pokémon habt, ist das kein Problem. Finde ich aber cool, denn das Teil, wie gesagt, da möchte ich gerne ein gutes. Das zweite, was ich da gefangen habe, war glaube ich auch ein 96-prozentiges. Hab immer noch kein 100er, immer noch kein 98er, dafür jetzt zwei 96er. Das leider noch mit 14 Angriff, das andere vom letzten Mal mit 15 Angriff. Wollte ich eigentlich schon hochziehen, man hat auch schon etliche Bonbons jetzt gesammelt. Ich glaube über 200 Bonbons habe ich jetzt auch schon durch das Doppel Candy Event, was am Anfang war, als das reinkam. Das hat natürlich ordentlich gefruchtet. Wir waren gestern auch den ganzen Tag unterwegs, haben Raids gemacht und sind immer zu von A nach B. Nochmal danke an Bob für den tollen Ausflug, hat Spaß gemacht, war wieder mal eine coole Sache, war wie früher einfach. Und ja, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, habe jetzt leider nichts da, aber euch natürlich fröhliche Weihnachten, eine glorreiche Bescherung, wenn es dann soweit ist, und wir sehen uns dann einfach. Am Mittwoch ist wieder Raider Mittwoch, zwischendurch, morgen am Dienstag werde ich noch was anderes hochladen. Und dann werde ich mal zum Jahresende so kleine Statistiken machen. Da wurde nämlich schon oft gefragt, wie viele Erfahrungspunkte hast du denn jetzt? Zeig mal deine Statistiken, deine Medaillen, deine keine Ahnung. Werde ich also ein paar Videos machen mit meinen Medaillen, meinen Shinies, meine 100% Pokémon. Ich wollte noch eins machen mit alle meine Lucky Pokémon, aber das ist irgendwie... Ja. Ich werde mal schauen, wie ich es mache. Irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Bis zum Jahresende jetzt ein bisschen chillen. Die paar Sachen da, und das werde ich dann immer am Jahresende machen, dass man sieht, wie sich das in einem Jahr geändert hat. Das war es aber von meiner Seite aus. Viel Spaß euch heute natürlich. Viel Spaß in den Feiertagen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.